Und neben dem Backsteingebäude. In dem Backsteingebäude ist übrigens nochmal Munition für deine Knarre. 20 Kugeln in so einer Box drin. Oh, schon wieder eine Box. Green Cargo Pant. Scheiße, brauche ich nicht mehr. Ich habe bloß keine Plätze. Ich habe genug Muni eigentlich. Ich habe jetzt auch mittlerweile zwei Boxen hier mit dieser Munition voll. Oh, Essen. Ja, Essen kann ich dir jede Menge geben, ne? Hier liegt nochmal zweimal Essen. Ich überlege trotzdem, ob ich... Munition... Nee, wenn ich keine Waffe habe, ich glaube keine Munition. Wenn du Essen hast, dann ist okay. Dann nehme ich das jetzt hier nicht mit. Munition hast du gesehen hier unten. Ja, brauchst du nicht. Ja, ja, ich hab, bin voll. Okay. Aber okay, einen Platz frei. Gut, gut, gut. Die Häuser lassen wir mal Häuser sein, oder? Welches Gebäude meinst du nur jetzt? Ach ja, genau. Bei der Kreuzung hier links hoch, da war so ein weißes... Weiß ich nicht, sah mir neu aus, ein weißes Gebäude. Das? Oder... Nee, Quatsch, eigentlich nicht, oder? Das links quasi, wo es anfängt, die Häuserreihe. Das ganz linke. Ja, nee, ich glaube nicht. Nicht, okay. Habe ich mich vertan. Geh mal durch den Durchbruch. Da ist eine Wasserstelle. Ja, können wir erstmal was ziffeln noch kurz. Ja, gut, gut. So, haben wir uns mal einen Wanst voll hier noch. Nachladen mit Speedloader, Tatsache. Da kann ich den echt leer machen und dann die Kugeln wieder reinpicken in die Knarre. In den Speedloader, das ist ja cool. Das gefällt mir. Na, wann ist er voll? Jetzt. I feel really full. Naja, das fiel doch mal schnell. Ich gehe mal ins Backsteinhaus rein. Helm, Schuhe sind das neue. Wie geht's meinen Schuhen? Die geht's fein. Aber wir müssten jetzt hier links weg eigentlich so. Okay. Kümmer, kümmer, kümmer. Hammer, Hammer. Wollen wir nicht. So. Da ist er. Wie lang zieht sich denn der Ort? Ja, ist nämlich doch ganz schön größer als gedacht, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Und denn hier raus? Also hier jedes Haus mitnehmen, da kannst du echt lange looten. Sogar hier eine Tanke. Cool. Auch noch. Eine Tanke. Der Turm bringt mir wahrscheinlich nichts mehr. Okay. Dann verlassen wir jetzt. Wie hieß der Ort nochmal? Bedlojochsk. Okay. Svetlanagorsk. Gut. Ja, gehen wir da hinten hoch hier zu den Häusern. Gehen wir hier gleich querfeld ein oder so. Ich wollte mal schnell bei der Tankstelle reinschnuppern. Ja, mach mal. Schnuppern. Schnuppern. Kann im Bussen was spawnen? Nee, war wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Ich sehe nix, ne. Die scheiß Autos lohnen sich ja alle nicht, ich verstehe es nicht. Ah, hier ist eine Map. Gut. Brauchst du noch eine Map? Na, ich geh Platz hier. Ich habe ja dich. Du hast mich. Als wandelnde Karte. Jetzt habe ich nachgeladen hier. Jetzt ist der Speedloader weg, oder was? Der ist echt weg, der wird... Hast du geschossen? Ja, der geil wäre es, wenn die Tanks hier explodieren würden noch. Das hast du echt gerade getestet, während ich daneben stehe. Ja, jetzt ist der Speedloader weg, das ist ja scheiße. Das ist extrem ungeil. 357, 45. Ja, immer noch die 45 ACP-Rounds. Das ist voll.
Das ist auch voll und hier rein. Ach, der Speedloader ist jetzt da unten drin. Ich verstehe. Meine Güte. Die drop ich mal, weil das ist Munition für eine Waffe, die ich nicht habe. Ja, Rico, verstehe. Oh, jetzt habe ich Stuff. Mensch, Spieler ist echt voll und hat noch gerade geklagt wegen Hunger. Ist natürlich scheiße. Wo bist du? Wo gehen wir hin? Na, hier am Berg hoch bin ich. Hinter der Tanke, ja, hier hoch. Ja, ja. Also. Oh, endlich FPS wieder bei 30. Oh. Ich sehe dich nicht. Ich bin jetzt hinter dir, du bist an mir vorbeigerannt. Bin ich doof? Ich sehe dich nicht mal hinter mir. Ach da, jetzt. Wie viel Munition ist denn eigentlich? Ach, 20. Das heißt 20, 40. Und die eine Kugel schmeiße ich weg. So. Hab ich noch 40 Schuss für die Pistole, Hammer. Ja, weiter hier hoch ist ja dann Ende, ne? Da ist ja noch nix. Weiter hier Ende hoch der Map. Drin? Naja, hinten raus hier, da ist ja dann Ende der Map. Okay. Ist ja nix mehr. Also ist unser nächstes Ziel der A4. Für dich wegen Waffe, würde ich sagen, ja? Ja, ja, genau. Da müssen wir erstmal wieder hin. Echt ärgerlich, dass ich das alles verloren habe durch so einen scheiß Server, weiß ich was, Zeugs, wo alles wieder weg war. Ah. Naja. Die Mod haben wir gar nicht mehr gespielt, wa? Ne, ja, habe ich auch nie einen Gedanken dran verschwendet. Ich auch nicht Spraydose. Ich kann nichts vorsprayen, oder was? Kann ich denn gar nichts besprayen? Ich verstehe es nicht. Jetzt mache ich es mal so auf die Schnelltaste. Jetzt nehme ich es mal in die Hand. Wieso ist mein Waffenhalfter nass? In die Hand nimmt das nicht. Vollgesicht oder so. Ja. Danach gibt es den Ausgang oder was? Ein Loch in dem Zaun. Das Gelände ist zombie-sicher. Zombie-safe. Ey, das gibt's nicht. Und so einen alten vergammelten Zaun, den könntest du einmal umtreten. Der Hammer. Hier, schon wieder Gebäude und eine Kirche. Auf jeden. Aber die Kirche bringt ja leider nichts. Nee, die ist ja zu. Da ist ein Zombie. Boah. Willst du ihn töten? Oh. Oh. Armschuss. Hit. Daneben. Eben. Ja, da wackelt ganz schön hier, mein Typ. Oh, jetzt kommen gleich zwei Schuss raus. jetzt kommt er. Alter, wie das jetzt noch. Sehr gut. Wie geil das dieser Magnum-Sound, Alter. Ist ja echt böse, Alter. Hört sich übelst geil an, finde ich. Boah, den hörst du von hier bis Czarno. Wahnsinn. Ah, Walking Dead kommt ja jetzt auch bald wieder los, ne? Oh, ich hab mittendrin irgendwann aufgehört zu schauen, mir gefällt es mittlerweile gar nicht mehr, Walking Dead. Ich glaube jetzt ab Freitag, ne? Die sind ja jetzt wieder im Wald und so, ne? Die haben ja das Gefängnis verloren. Ja, achso, kurz davor habe ich aufgehört zu gucken. Irgendwann, ja. Das war mir dann alles zu, ich weiß nicht. Was haben die jetzt? Oh. Zombie? Ist tatsächlich einer. Das ist krass. Ja, und da kommt er jetzt, glaube ich, ab Freitag geht er jetzt die neue Staffel los. Die zweite Hälfte der Staffel weiter. Oder okay. Los. Nach der Winterpause. Das ist cool. Nimmst die Gebäude noch mit? Ja, und wenn wir mal sehen, wie das jetzt ist, wenn die wieder draußen rumstreunern. Ja. Ich hoffe ja, dass das wieder ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Das war viel stark. Jetzt muss ich mal testen. Jetzt könnte ich quasi den Speedloader entleeren. Und hier die kompletten 6 Schuss reinmachen. Cannot load in Speedloader. Achso, weil das in der Magnum. Jetzt muss ich den Speedloader hier wegziehen. Die 2 Schuss hätten drinnen bleiben können. Hier mache ich auch noch rein. Zack. Und dann droppe ich es aus. Ne, jetzt lädt das nach. Und dann geht's ruckzuck. Aha. Okay, wo bist du? Am Ortsausgang. Du läufst gerade über die Straße rüber.
gut. Sonst gibt's hier nichts Interessantes, ne? Nee. Sind gleich im R4, das ist gar nicht mehr weit. Okay. Gut. Andere gibt es mit Energy. Oh. Müssten wir dann schon bald sehen hier eigentlich. Die Straßen haben jetzt pro Pixel eine eigene Beleuchtung. Übrigens, steht hier. Pro Pixel eine eigene Beleuchtung, eine Straße. Und ich bin kein Programmierer, ich kann damit nicht anfangen. Und die dynamischen Lichter werden wirklich nur noch so weit berechnet, wie du die auch tatsächlich sehen kannst. Okay. Das ist natürlich interessant. Das heißt, der quasi muss ja nichts in deinen RAM laden. Mhm. Was du eigentlich eh nicht sehen würdest. Das ist, als würdest du COD 2 spielen und da würde Tusch, Burgundy und Dornville laden. Obwohl du bloß Tusch spielst, die Map. Mhm. Eigentlich. Das sind so eine Sachen, da frage ich mich, wieso kommt das erst nach dem Patch? Das ist doch logisch, das müsste eigentlich, naja. Verstehe ich nicht. Rico, wir haben doch das Spiel nicht programmiert. Ja, das stimmt. Die sind doch nicht so weit wie wir. Ja, wunderbar. Hätte ich mehr Zeit, hätte ich die eigene Desert-Mod hier. Rico und Boom Desert-Mod. Genau. Oder halt Standalone. Ganz viele nackten Zombies und großen Brüsten und so. Unbedingt. Was macht denn mein Spieler jetzt hier? Auf mich aimen. Willst du Krieg oder was, ey? Hä? Hä? Ich aime ja nicht. Ach jetzt. Mein Gott, ich habe irgendwie doppelt Umschalt gedrückt aus Versehen. Ja, das nächste Mal hoffentlich dann wieder mit ein paar Leuten, die dabei sind. Ich weiß allerdings auch nicht, wie es denn den Zuschauern gefällt überhaupt, wenn wir manchmal hier zu fünft oder zu sechst rumrennen. Ob das vielleicht zu chaotisch ist oder ob es interessant ist. Würde mich auch mal interessieren, die Meinung. Weiß ich nicht. Da gehen die Geschmäcker auseinander, Rico. Wahrscheinlich. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Typ, mich würde stören, glaube ich, beim Zuschauen, wenn da sechs Leute ständig labern würden. Ich weiß nicht. Wäre nicht so meins auf Dauer. Das ist ja nicht so schlimm hier wie bei den, was war das, ja. Pete Smith, die hier zu sechs da und alle nur am Rumplegen sind. Und nur am Rumbrüllen und ach. Ja, ja. Da denkst du, hätten die nicht so eine, Anführungszeichen, erwachsenen Stimmen, würdest du denken, das sind alles Zwölfjährige da drin. Mit ihrem Niveau, ja. Was die da teilweise von sich geben. Das ist vielleicht, ja. Ja. Echt? Das ist übelst krass. Das ist eigentlich übelst schlecht, wir machen übelst die anderen Let's Player runter, aber. Ach, die sind scheiße. Muss ich sagen. Komisch, dass ich gar keinen Let's Player so wirklich mag. Sarazar ist auch nicht mein Fall, aber das ist alles Geschmackssache, gut. Natürlich. Ja. Pete Smith habe ich mal, was war denn das? Last of Us, glaube ich, habe ich bei ihm geschaut, fand ich genial. Der alleine, der Typ, Pete Smith, weißt du? Ja. Der komplett alleine ist ein super Let's Player, macht übel Spaß zuzuschauen, aber in der Gruppe ist kacke. Geht gar nicht. Naja. Steckt halt oft nicht drin, ne? Steckt oft nicht drin, ja. Da ist der Airfield. Jackpot. 501. 501, 301, Hardcore. Die Dartscheibe damals, das war der Hammer. Oh, herrlich. Ja, wo war das? Im Lagerhaus. Lagerhaus damals. Herrlich. Da müsst ihr mal hingehen und Dart spielen für die Zuschauer. Ja, genau, für die Zuschauer. Lagerhaus ist bei uns in der Stadt eine kleine Location, wo man halt Dart spielen und Billard spielen konnte und sowas, ein bisschen was trinken und bla. Und da war mal eine Dartscheibe, da haben wir mit Absicht die Menüs, also die Spielmodi ausgewählt, ganz schnell, mit ganz schnellem Tastendruck. Und hat die Computerstimme mal gesagt, 301, das scheint wohl ein Spielmodus zu sein. Schweizer Dialekt. Ja, 501. Hardcore. Hardcore. War extrem geil. Das war herrlich. Ja. Bunk off, ja. Wie, du läufst einfach durch. Ich bin gegengesprungen. Tür öffnen ist nicht. Ach, jetzt. Jetzt. So, mal rein, wenn das schon allein hier steht, mal gucken. Ach, nee, es geht ja nicht auf. Nee. Da steht ein Zombie auf der Rollbahn. Ja. Lange, wie es nur auf der Rollbahn ist. Ja. Du hörst die ganze Zeit irgendwelche Leute auf der Wiese. Echt? Ich versuch die ganze Zeit durch die Fenster zu schielen da hinten, ob da einer rumhuscht. Das ist halt übelst assi, ne? Übelst offen hier da. Ich wollte gerade sagen, wenn du von der Seite. Die andere Seite geht noch, da sind noch ein paar Bäume vorher. Aber die Seite ist ja schlimm. Boah. Vielleicht kommst du mal hier runter an den Zaun, dann vielleicht, dass wir hier so ein bisschen in der Nische laufen. Der Senke. In der Senke.
Dort ist auch ein Zombie mitten auf dem Feld. Auch ein Zombie mitten auf dem Feld, ne? Liegt da irgendwas neben ihm? Sieht so aus, als wenn irgendwas neben ihm. Weiß ich nicht. Auch ein Zombie? Hier ist alles zu. Das ist gut. Schauen wir mal, gucken wir mal, ob keiner guckt. Ich glaube, wir wurden getriggert. Ja, soll er kommen. Also kommt die Fotze. So, Weiber abknallen. Oh, hier, was denn hier? Hier. Oh, geil. Rasputin Kavas. Bitte? Ich habe hier Wodka gefunden, russischen. Geil, endlich. Jetzt haben wir das Spiel offiziell richtig durchgespielt. Geil, den nehme ich mit. Russischen Wodka. Einen Platz habe ich extra noch frei. Endlich. Ein Hunting Backpack, 30 Slots, ist erstmal okay. Fürs Wochenende sollte es reichen. Hier, neue Schuhe. Endlich neue Schuhe. Und Sprite, geil. Gut. Rucksack haben wir, oder hat sich das schon mal gelohnt? Für mich zumindest. Schuhe sind kaputt. Geil. Hauptsache russischen Wodka. Ja. Oben mein Leben ist gerettet. Oben bin ich jetzt. Okay. Das hat sich auch. Ich bin jetzt kurz vorm Aufstoßen. Hier ist FNX-Munition. Brauchen wir nicht, ne? Was für Munition? Oh, hier ist noch ein Revolver. Und hier ist eine Summer Hunter Pant mit 6 Slots. Hab ich. Wie geht's ihr? Wie ist die Hose vom Damage her? Leicht Damage. Nee, meine ist sauber. Komplett. Die behalte ich. Und hier ist nochmal Stanag. 40 Round. Brauchst du nicht. Du aber, ne? Ja, ich bin voll. Ich habe hier 200 Schuss oder sowas. Ich könnte was einpacken. Ich habe jetzt einen kompletten leeren Rucksack hier. Na, dann gehst du mal hier hoch und packst mal was ein. Ja. Komm ich mal mit. Der Hoffnung, dass keiner reinkommt. Wie im Schlaraffenland hier. Ja. Eine Säge. Bandage. Nehme ich mal mit. Bandage. Eine Pepsi, nee, eine Cola. Ich würde ja gerne mal was zu essen geben, eventuell. Ja. Leg das mal hier hinten hin, ne? Mhm. Ich nehme mal den. Du hast ja jetzt nichts weiter, ne? Ich nehme mal die Magnum. Ja, ich hab nicht weiter. Ich nehme mal die Magnum hier einfach mit, solange ich so extrem viel Platz hab. Ja, vielleicht braucht die jemand. Kann die jemand von unseren, genau. Was ist denn das für eine coole Mütze, die will ich haben? Alter, ich will die Mütze da hinten haben. Auch nochmal Munition für irgendeine Waffe. Erstmal einpacken. Ich komme an die Mütze nicht ran. So, das brauche ich jetzt alles nicht mehr hier. Das passt so und so nicht als Munition. Pepsi aus. So, hier hinten ist das Schlaraffenland für dich eröffnet, Ringer. Okay, warte. Alter. Ich sehe aus wie eine vietnamesische Kommandantin. Leider geil. Und Alkohol-Tinktur. Was ist aber hier? Stanag-Muni. Rifle-Muni. Trinken. Stanag. Boah. Eine knackend gelbe Banane und essen. Ja. Einen Stift lasse ich mal da. Lass noch mal trinken. Komm her. Kackstift lässt doch mal da. Ja. Warte mal, ich trinke mal einen Schluck. Alkohol? Der ist ruiniert, den habe ich gerade hingelegt. Achso. Ich habe den anderen genommen. Sag mal, bist du eine Frau? Ja. Zeig, guck mich mal an. Ich bin eine asiatische Frau. Achso, ja, du siehst jetzt richtig military aus hier, ja, mit nicht? Dieser Cappy hier oben. Ja. Geht's gut. Jetzt habe ich jetzt gewundert, das verändert dich gerade so. Ich bin aber innerlich immer noch derselbe. Ah, gut. Ja, ja. Oder dieselbe. Dieselbe in dem Fall. Oh, hier ist jemand im Tower. Es ist jemand in dem Tower. Ja, weil die Tür ist offen. Oder der Zombie ist rein. Aber ich denke, Zombies können keine Türen öffnen. Ich glaube, die glitschen einfach durch Türen. Die machen sie gar nicht auf, richtig. Hier ist eine Gasmaske. Okay. Oh, hier ist ein Rucksack. Und übelstes Zeug daneben, das ist ein ganz großer Rico. Wie viel Slots hat der?
35. Das ist gut. Nee, hier oben ist leer. Hier oben ist nochmal ein 35 Slot Rucksack. Dann komme ich da hoch. Und ein Waffenhalfter und eine Magnum. Okay, Waffenhalfter habe ich. Den kann ich aber vielleicht einpacken. 35, Backpack Mountain. So, okay. Aber ich kann damit ja auch nichts mehr anfangen.